Wir haben am Anfang der Woche davon erfahren, dass das BMI die Gelder gekürzt hat und finde es persönlich total schade, weil wir zum einen selber Paten für Jugendtrainiert für Olympia, für Beachvolleyball sind und zum anderen auch persönliche Erinnerungen an Jugendtrainiert für Olympia haben. Ich selber habe Hallenvolleyball damals gespielt, als ich noch zur Schule gegangen bin und habe das Projekt einfach immer als was total Besonderes empfunden, wo man auch so außerhalb vom Verein mal mit seiner Mannschaft spielen konnte, mit seinen Freundinnen, mit denen man zur Schule gegangen ist. Und ja, es ist einfach schade, dass es nicht mehr gefördert wird oder nicht mehr in dem Rahmen gefördert wird, wie es bisher ist, weil wir es eigentlich für sehr wichtig und für ein wundervolles Event halten. Ja, ich denke, es ist sehr wichtig, dass man in Deutschland nicht nur die Spitze fördert, weil die Spitze kann nur aus einer Breite entstehen und die Gelder sind sehr wichtig, auch im Breitensport angelegt und gerade die Jugend, unsere Jugend sind die Talente von morgen und ich denke, man kann auch bei dieser Veranstaltung immer mal wieder ein Talent finden und die Kinder müssen nicht in Vereinen sein, sie können Begeisterung entwickeln für eine Sportart, die sie vielleicht noch nicht kennen. Es werden olympische Gedanken vermittelt, es ist ein riesiges Event und es wäre wirklich eine Schande und sehr, sehr schade für den deutschen Sport, wenn dieses Projekt den Bach runtergehen würde. Wir bleiben Jugend trainiert für Olympia auf jeden Fall treu.